Ben, haben wir den auch? Wie geht es euch? Ihr seid mal wieder mit dabei. Habt es geschafft, auf meinen Kanal zu gehen und dieses Video anzuklicken und hoffentlich einen Like dazulassen. Auf jeden Fall sind wir hier wieder am Start bei der Community-Woche und es nähert sich so ganz, ganz langsam, nähert es sich das Ende zu. Dem Ende zu. Und das ist jetzt eine Party gleiten, ne? Ich habe ja gelernt, oh, es ist so rutschig, das Ding. So rutschig, Alter, so rutschig. Das ist so. Nix First Try, das ist so glitschig. Ich würde mich freuen, wenn andere Sachen so glitschig wären. Mein Gott, was ist hier denn durch, Alter? Ey, ich kann mehr sprechen, ne? Ohne Witz, der Tag heute war einfach zu lang. Wir gehen immer, ich wohne hier so ein bisschen in Sichtweite anderer Leute und die sehe ich hier immer, wenn sie langlaufen und das geht mir gerade ein bisschen auf. Muss ja auch immer hingucken, ne? So, ich hoffe, die Karte ist nicht so kurz, wie sie aussieht, ne? Es kann ja noch sein, dass hier noch mega heftige... Nope. Was sind hier Matratzen, Tische, Betten? Was ist hier los? Hier wird alles abgeschleppt. Außer Pussys, die nicht, anscheinend. Alter, war der schlecht, Mann. Der war schlecht. Ich hoffe, die Karte wird nicht so wie der Witz. Ja, Gleit-Tutorial gibt es natürlich auch selbstverständlich auf meinem Kanal, auch wenn das hier manche Leute schon 3000 Mal gehört haben. Es ist immer noch da und hilft manchen Leuten. Ich muss viel früher runter, ne? Ich muss auch bald mal ein zweites Gleit-Tutorial machen. Die Karte wäre zum Beispiel gar nicht schlecht dafür. Weil die direkt mit dem Gleit anfängt. Und natürlich Top-Voraussetzungen hat, ne? Das erste Gleit-Tutorial habe ich gemacht, als ich selber noch nicht diese perfekte Koordination drauf hatte. Und perfekte, was laber ich hier eigentlich den ganzen Tag? Ich weiß es nicht. Perfekt ist sie nicht. So, noch früher? Ja, wenn ich doch früher runtergehe, dann brauche ich ja erst starten. So dieses Koordinieren. Ich meine, ich habe das damals gar nicht mitgefilmt. Also, was heißt mit gefilmt? Ich glaube, ich konnte das einfach damals noch nicht. Ich wusste hier diese Standardtricks und so ein Kram, ne? Damals. Vor Monaten. Oh, scheiße. Da los. Wie viele Checkpoints haben wir denn eigentlich? Gleich mal gucken hier, ne? Alter, 22? Willst du dich verarschen? Wo ist die ganze Karte hin? Da kommt ja noch ein Mega-Gleit anscheinend. Ich muss jetzt mal den ersten schaffen. Also, wie auch schon 100 Mal gesagt, obwohl das die fünfte Map ist, glaube ich. Die Karten sind hier alle so um die 30% rum. 30, 40, 50 so im Schnitt, ne? Ich habe versucht, da so ein bisschen... Jetzt aber, Alter. Kann ich da weitermachen? Nein. Wir wollen mal gucken, was noch kommt, ne? Damit die auch mal jeder spielen kann, ne? Also das ist zum Beispiel eine Map, wo ihr, wenn ihr es noch nicht könnt, ne? Ich weiß es ja nicht. Dann könnt ihr hier echt super gut Gleits üben, weil, also, bessere Voraussetzungen... Alter! Also guckt euch mal diese Rampe an, ne? Also besser geht's ja eigentlich gar nicht. Das ist ja perfekt. Ich will das aber echt... Wo kommen die ganzen Dings noch her? Nee, ne? Och nö. Och nö. Och nö. Och nö. Och nö. Och nö. Hä, das ist es gar nicht? Ey, war das jetzt? Nee. Wie viele Checkpoints haben wir jetzt eingesammelt? 4. Ey, das Video musste ich. War da jetzt ein Checkpoint in der Röhre drin? Ich habe ihn gekriegt und bin danach weiterhin in ein Gleit gekommen? Oder stand die Röhre einfach nur da? Ich habe gar keine Ahnung. Also hier sieht man ja den Checkpoint sehr gut, ne?
Habe ich ihn gekriegt? Habe ich ihn echt gekriegt? Boah, Alter, Junge, Ultra Pro, Mann. Alter, geile Sache, ey. Das gefällt mir schon wieder sehr gut. Also mir fallen generell Motorrad-Maps. Ich weiß noch, ihr habt damals gemerkt, spiel doch bei mir Motorrad-Maps. Und daraufhin habe ich gesagt, yo, machst du. Es sind meine Lieblings-Maps geworden, ne? Also ich danke auch generell der ganzen Community für die extrem vielen Tipps, was Musik angeht und irgendwelche Tipps und Tricks, wie man hier die ganzen Karten hier bewältigt. Boah, war das schlecht. Das ist echt ein Highlight hier. Also ich habe echt viel, viel gelernt durch euch. Es wäre so perfekt geworden. Ne? Ich habe echt, also ordentlich schon was. Ne? Karten habt ihr mir schon die ein oder anderen zugeschickt und so. Ich mache erstmal nur Korbeln, obwohl ich da hinten hoch muss. Auch nochmal ein großes Dankeschön an Dankeschön. Alter, was ist denn? Ich kann mich nicht richtig konzentrieren hier. Ein großes Dankeschön. Ein großes. Ich weiß warum, pass auf. Erzähl ich euch? Krieg gleich mit. Ein großes Dankeschön an War Machine. Weil er so einen beschissenen Namen hat. Komm ich da durchaus. Alter, krüppel dich da hoch. Krüppel dich da hoch. Komm ich immer mit Dankeschön. Und War Machine. Anscheinend durcheinander. Der hat mir noch, letztens habe ich mit ihm tatsächlich mal eine Runde gezockt und er hat mir noch mal so ein paar Tricks gezeigt für einen Ruiner und so Kram. Alter, gleich durch. Geht doch nicht. Die waren natürlich excellent. So, wo ist jetzt der Checkpoint? Das sieht mir so nach Verarsche aus. Nicht mit mir, mein Freund. Hui. So, gleich mal gucken, ob hier Mr. Alternative überhaupt eine Chance hat. Oh ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich easy peasy, ne? Schickt mir ruhig eure Maps. Die müssen natürlich... Also ihr müsst selbst, ich sag mal so. Wenn ihr selbst davon überzeugt seid, ne, von euren Maps und sagt, yo, Alter, die ist so geil, Mann. Die ist so gut geworden. Die dauert mindestens 10 Minuten. Deshalb schicke ich die jetzt LF Gaming, dass er die zockt. Dann könnt ihr das machen. Ansonsten suche ich mir ab und zu mal wie jetzt, also es wird auch nicht die letzte und einzige, ey, das ist so rutschig, ne? Ohne Witz. Ich hasse den Xbox-Controller, außer den neuen. Ich werde dann mal ab und zu mal öfter mal so eine Community-Woche machen. Dann suche ich mir wieder ein paar schicke raus, da die ihr gepostet habt da oder hochgeladen habt. Und dann sehen wir mal, ob wir irgendwann alle durch haben. Es sind, glaube ich, 185 oder was. Bis jetzt, jetzt kommen ja noch neue dazu. Neue Teammitglieder, Crewmitglieder und. Jawohl, verkackt. Und dann werden es mehr und mehr und mehr und mehr. Und am Ende spiele ich nur noch eure Maps. Obwohl ich letztens einen gefunden habe, der echt mega fette Maps macht. Den muss ich auf jeden noch zocken. Auf jeden. Zack. Okay, den kriegt man auf jeden so. Wenn wir jetzt das Wort auf jeden angewöhnen. Das ist ja echt mal interessant. Ist das hier schwerer als auf dem... Ich würde sagen, also eigentlich wäre es unlogisch, wenn das Hochspringen hier schwerer wäre als auf dem PC. Weil es ja eigentlich das gleiche Spiel ist, ne? So, kriegen wir den Glide noch? Der ist aber scheiße geworden. Ich glaube, kann man ihn noch retten? Ja, Mann! Alter, ist das geil! Okay, ey, der war so gut, den habe ich so gut gerettet. Ich muss jetzt einfach zurückfliegen. Mit dem Motorrad. Was? Oh ne, den schaffe ich doch nicht.
Was ist denn hier los, Alter? Das ist hier, oh, das ist so rutschig, ne? Wie so ein. Das ist wie so ein feuchter Nippel. So rutschig ist das. Er hat ja gesehen, aus so einem verkackten Gleiten, da hätte ich. Ey, ich hätte mich tot gespielt damals. So, und runter. Und da muss ich hin und ich wette, ich fliege vorbei. Ja. Oh nein, das falsche Haus. Machen wir es einfach nochmal hier. Der müsste ja perfekt jetzt stehen. So wie dazu. Der ist, wo ist er? Auf dem da oder was? Ist das Sinn? Zweck der Sache hier? Ist er auf dem Maze Bank? Schon wieder? Ey, was ist denn los bei euch, Alter? Es ist fast eigentlich jeder Checkpoint, der in der Luft liegt. Und, ja. Okay, voll verkackt das Ding hier. Das ist extra mal nicht ganz so hoch. Oh je, der Controller gibt nach. Jawoll! Schönes Ding. Also die Glide-Maps sind hier echt gut, ne? Die sind echt gut. Die könnt ihr locker selber schaffen. Den muss ich wahrscheinlich gar nicht. Okay, ein bisschen vielleicht. Oder ein bisschen schräger anfahren. Das Problem ist, dass der Booster ja schon so früh anfängt. Top, Alter, top. Da ist das Ziel. Von der Zeit her ist das doch super. Das kann man mal so easy peasy mal eben so wegzocken, das Ding hier. Es sei denn, der letzte Checkpoint ist natürlich jetzt richtig assi in irgendeiner Scheiße gesetzt. Okay, okay, weiter. Höhe brauchen wir nicht. Also kann ich hier easy peasy ein bisschen rumkommen. Ach, jetzt kommt der. Da war es doch vorhin. Nicht ein mega hardcore heftiger Glückstreffer. Bam. Haben wir den auch? Und am Ende ist das Ziel. Das heißt, Gas und das war's. Also haben wir schön am Ende. Und durch die ganze Scheiße hier durchgeführt. Das war's. So, ich danke euch natürlich wieder für die Karte, für eure Geduld, fürs Zuschauen und den Like nicht vergessen. Das wäre ja schlimm. Dann sehen wir uns bei der nächsten Runde, würde ich sagen. Macht's gut.